Hallo! Ja, wir sind zurück hier in einer guten Runde. Ja? Hallo, guten Tag! Wir sind in einer Lunde, zurück! Alter, ihr habt Riesenhundis! Wohin gehst du überhaupt? Komm her zurück, mein Kollege! Oh mein Gott! Ja, hier liegt Materialien rum an der Absturzstelle. Was habe ich gesagt? Nicht spielen! Ich muss hier den XXL-Boss klatschen. Boah, ich habe ihn geklatscht. 10 Schläge. Hier hat es eine Absturzstelle. Was will der? Der will 2 Motoren, damit er sich öffnet. Hier hat es verstärkte Eisenplatte, 30 Stück. Ja. Und jetzt muss ich weiter nach oben, oder wie? Wie das Rohquarz. Ja, ich muss 200 Meter weiter nach oben. Oh je. Oh je, und ich glaube, mir gehen die Eisenplatten aus. Ja, von denen haben wir noch ein paar. Zum Glück! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kannst du mir einen Gefallen machen? 4. Nö. Nee, was? Kannst du mir Eisenplatten hier hinbringen? Ich sehe von hier aus die Produktion. Warte mal kurz, das braucht hier wenigstens das hier. So. Ich habe genau 6 Stück. Ich komme dir schon entgegen, das gar Ach, keine Angst. Ich bin hier leidenschaftlich am Bauen, ich weiß nicht. Ich habe 30 Stahlbetonträger am Boden gefunden. Machen wir einen Tausch? Spielt mir keine Rolle, ehrlich gesagt. Ich geb dir Stahlbetonträger für meiner MK2, dafür gibst du mir Eisenplatten. Machen wir, wenn du das so willst. Nee, die Scheiße ist zu lang. Aber wo bin ich hier gelandet? Ah, hier sind meine fantastischen Konstruktionen. So. Ich bin hier leider einfach Gottes im Flow, ne? Im Bauflow. Ja, gar kein Problem. Der dritte, ne? Nehmen wir den dritten. So wie es aussieht, kannst du dann jetzt wieder 3 meiner MK2 bauen. Alter, das Gebiet ist so geil, ey. Hier kann man auch eine riesen Base bauen. So, ich laufe jetzt zurück. Wie du willst, ich bin beschäftigt. Was ist das hier? Ein Fusionator, ne? Kacke. Hier das reine Wasser, was für mich absolut purer Brainfuck ist. Zu wenig Platz. Wo spielt keine Rolle. Ich will das jetzt richtig bauen. Okay. So. Ich bin gleich da. Wo bist du? Am Verzweifeln. Sehr schön.
Ich bin bei der Base Ritter. Gleich. Ich muss noch einen Ritter hochziehen. Kann ich die Dinger eigentlich so? Sind die? Nee, die sind nicht. Scheiße. Ich hätte nur das lieber mit zwei. Nur kurz, wenn ich das so baue. Ach so. Wo sind sie? Wo stecken sie? Im Lebau die Fenetres. Da bin ich auch. In welche Distrikte? Ganz zu hinhaft bei den Schmelzen. Ja, ich muss jetzt nach unten Eisenplatten holen. Ich bin zu unterst, also, was du mich brauchst. Ich brauche deine Meinung, aber ansonsten. Ja, das. Auf die kannst du verzichten. Nö. So. Also. Du bist du bist in der ersten Etage, im ersten Stock. Jo, genau. Stock und gib dir die Materialien für deine MK2 Miner. Ich habe nur die Frage, wie mache ich das mit dem. Ich sehe dich. Wie will ich das? Ich habe jetzt schon mal zwei MK2 angeschlossen. Hier. Und das gibt. Oh, danke sehr. Sind ein paar. Oh Gott, ich mach mal so zwei, ne? Ah, ich verstehe, was das da, was dein Problem ist. Das mit den Wanddinger und die Strommasten in der Mitte, das willst du nicht. Das ist kacke, oder? Was ist, wenn ich dir so ein Dingens hochbaue? Warte mal. Till, komm mal. Sowas. Dass du es an den Dingern anplatzieren kannst. Warte mal, du meinst solche Seitendinger? Ja. Nee, komm, wir lassen es jetzt mal. Ist halt, aber wieso kommt jetzt hier kein Eisenerz mehr nach? Das ist jetzt meine Frage, so gesehen. Musst du vielleicht den Kreislauf mal anschauen. Haben wir da Strom? Kann natürlich gut sein, dass wir da keinen Strom haben. Ja. Und so ist es auch. Hier haben wir zum Beispiel zwei Eisenerz-Adern, die noch gar nichts haben hier hinten. Unrein aber. Da, wo du 5-6 Stück angeschlossen hast, da ist nochmal eine Ader. Ah, und hier könnte man noch Concrete anschließen. Okay, gut zu wissen. So. Ich habe jetzt eigentlich eine Frage an dich. Wie soll ich das mit den Stromleitungen im Werk machen? Wie meinst du? Ich will das jetzt ein bisschen ordnungsmäßig geordnet haben. Nicht irgendwo immer irgendwo die Dinger bauen. Diese... It's up to you. Strommasten. Ich will deine Meinung, hallo? Für mich ist es klar, dass es die braucht. Für mich ist aber auch klar, damit es ästhetisch genug ist, so wenig wie möglich einzusetzen. Da wir aktuell aber, weil ich noch nicht beim Rohquarz war, müssen wir halt darauf zurückgreifen, dass wir jetzt die Alternative mit den Strommästen bauen müssen. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil das Ding ist halt eben... Mal kurz... Ja, ich tue es einfach die ganze Zeit wieder. Drei, ne? Eins, zwei.
So, hier hin. Ich denke mal, nehmen wir immer zwei, ne? Eins, zwei, hier hin. Upsa, eins und zwei und hier hin. Eins und zwei und hier eins. Ich mache immer so mit, ja, geordnet und so. Ich hoffe, das funktioniert auch am Schluss. Weil ich möchte es dann so haben, dass man von außen fürs gesamte Haus nur einen Stromanschluss hat, ne? Außen fürs gesamte Haus. Mhm. Dann wird es in den Häusern verteilt. Genau. Okay, das hört sich nach einer guten Idee an. Ist nur noch die Frage, wie setzt du das um? Also für mich ist klar, so klein industriemäßig geht ja ein riesen Strommast in so ein Verteilerzentrum. Das versorgt dann die das ganze Gebäude. Wenn du so größere Industrien mal angeschaut hast. So, ja, nach dem Prinzip, da arbeitest du jetzt auch, oder? Ja, genau. Hast du das richtig verstanden? Okay. Ja. Oh, hier liegen noch modulare Rahmen rum. Und nochmal Stahlbetonträger. 27 Stück. Gut, mitgenommen. Kann gut von mir sein. Nein, nein, da warst du noch nicht. Das ist eine Absturzstelle. Ach, po. So. Hoch in die Berge. Zu den sieben Zwergen. So, und wieder zurück. Beim Zurückgehen schließe ich die Dinger gleich an Strom an. Nein! Du bist gestorben. Ouch. Nein. Ich habe mich in der Ecke geglitscht. Ich habe mich in der Ecke geglitscht. Oh, ich hatte sowas von Glück jetzt gerade. Oh mein Gott. Ich dachte, ich muss keine Rampe mehr bauen. Ich komme so hoch. Und dann, schwupps, war da noch eine größere Lücke. Jetzt, ja, ist hier eine hat was. Jetzt ist hier eine Absturzstelle. Boah, das geht da super auf, ey. Und hoffentlich sieht es auch schön aus. Oh Gott, da hat schon das eine Rambo-Viech, was auf mich wartet. Junge! Eisenbahn ist incoming! Nein, ist endlich. Aber nur bis jetzt ein Drittel der Produktionsgrößen, ne? Wo ist jetzt das Rohquarz? Hier, bei der Giftwolke, geil. Wow. Ach nee, doch nicht bei der Giftwolke. Okay. Gleich daneben. Hier, Rohquarz. Rohquarz normal. Bauen wir mal ab. Ach nö, hier ist so ein riesen Lava-Viech. Oh oh, ich renn weg. Das kann mehrere Feuerbälle in die Luft spucken, die sich dann verteilen. Angenehm. Nicht. Ich bin fast tot. Junge, Eisenerz ist. Oh, Scheiße, nochmal. Das dreht am Rad. Was auch am Rad dreht, ist, dass ich fast tot bin. Ja, das ist Scheiße. Jetzt muss ich wieder den ganzen verkackten Weg laufen rüber. Ah, mein Leben füllt sich wieder auf, hä? Ah, bis drei Balken, wow. Genau. Bis jetzt habe ich nur immer drei Balken, von dem her. Ah, ich habe gefightet. Deshalb bin ich so ein bisschen am Arsch. So, die Minen, die Minen will ich schon sagen. Die Schmelzen laufen in der Theorie.
Hat nur ein Drittel bis jetzt, aber das kommt, das sehe ich. Wie nehmen wir hier den Strom weg? Der ist ja... Von wo? Von hier. Ich baue einfach Fundamente über die ganze Schlucht. Oh, geht das tief runter, dieser Wasserfall. Geil, geil. Macht das Sinn, dann dich hier zu bauen? Haben wir noch irgendwo Nüsse? Nüsse? Ja, Beryl-Nüsse für ein Leben aufzufüllen. Ach so, ich habe die, glaube ich, in den Schröderer geschmissen, keine Ahnung. Also meine, die ich hatte. Keiner, ich muss passen. Weil das bräuchte ich. 1, 2. Überleben. Aber ich habe immerhin Rohquarz entdeckt und ein XXL-Feuerviech. Ja. Das sieht man nicht alle Tage. Nee. Ich dachte so, komm, all in, gehst du rein und plötzlich kommen da 4 Feuerballen auf mich zugeführt. Scheiße, ne? Ja, jetzt habe ich die Arschkarte gezogen. Was mach ich hier? Also ich nehme mal so um die 100 Rohquarz mit. Ey, das sieht echt nicht schlecht aus. Warte. Eine Konstruktion. So, und hier kommt dann... Heilige Makrele, du mein Junge. Du heilige Makrele, ne? Das ist echt genial. Ich dachte schon, sie wollen sagen, das ist extrem scheiße. Nö. Weil was auch extrem scheiße ist, wir sind schon wieder bei 17,5 Minuten. Ja. Ja, Gott, aber du willst 20 Minuten jetzt machen. Nö, machen wir jetzt nicht. Wir müssen produzieren. Hallo, irgendwann müssen wir auch noch Urlaub haben. Keine Ahnung, Mann. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Runde, ne? Langsam erwacht die Produktion zum Leben. Kann man das sagen? Ich glaube schon, ne? Irgendwie so, ja. Ja. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es heißt, selbe Welle, selbe Stelle. Selbe Stelle, selbe Welle, oder? Irgendwie so. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.